Hallo YouTuber! Wie ihr alle bestimmt mitbekommen habt, kann man ja auch jetzt zu Hause seine eigenen 3D-Filme sich anschauen. Zum Beispiel in diesem Rot-Cyan-Verfahren. Übrigens, die Brillen, die ihr aus dem Kino kennt, das sind Polarisations- oder Shutterbrillen. Sowas hier. Die sind dafür nicht geeignet. Es gibt ja noch nicht so viele 3D-Inhalte, die man außerhalb vom Kino sich anschauen kann. Aber natürlich bei uns, da könnt ihr sogar zwischen 2D und 3D auswählen. Um die 3D-Funktion von YouTube optimal ausnutzen zu können, müsst ihr immer auf den 3D-Button achten, der unterhalb des Videoplayers zu sehen ist. Und wenn ihr den nicht seht, aktualisiert einfach auf den neuesten Browser und die neuesten Flash-Plugins. Im Übrigen sollte man das sowieso regelmäßig tun. Und wenn das immer noch nicht klappt, versucht einfach mal einen anderen Browser, zum Beispiel den Chromium oder Firefox. Also einfach YouTube einschalten und los geht's. Du hast noch keine Brille? Also wenn du in 2 Wochen unseren neuen coolen Lady Gaga-Auftritt in 3D sehen willst... No, don't tell them I've got a penis. That's boring. Dann haben wir jetzt was für euch. Es gibt eine Giveaway-Aktion. Alle Abonnenten unseres Kanals nehmen automatisch dran teil. Und den Gewinner verlosen wir in einer Woche? Ja, in einer Woche. Den Gewinner in einer Woche. In einer Woche. 3D Touch hat uns netterweise 25 Brillen zur Verfügung gestellt. Die würden sich natürlich auch freuen, wenn ihr mal auf ihrem Shop vorbeischaut. Also das sind ziemlich coole und hochwertige Modelle, die sie da entwickelt haben. Auch für die unterschiedlichen 3D-Techniken, hier die Rot-Cyan oder die Polarisationsbrille. Ziemlich cool, oder? Yeah. Schöne Sache eigentlich, ne?